Herzlich willkommen zu dem Tutorial unserer Personenkonstellation zu dem Drama Emilia Galotti. Beginnen wir mit Emilia Galotti, der Hauptperson des Dramas. Sie ist durch ihre Eltern sehr religiös geprägt, ist aber nur ein gewöhnliches Stadtmädchen. Zu dem Prinzen hat sie eine komplizierte Beziehung. Sie fühlt sich anfangs von ihm verführt, hat jedoch später auf dem Lustschloss auch Angst vor ihm, weil sie befürchtet, dass noch mehr ihrer Geliebten durch ihn umkommen. Graf Appiani ist ihr Verlobter. Sie empfindet für ihn bedingungslose Liebe und Zuneigung. Deshalb lässt sie sich unter anderem auch nicht auf den Prinzen ein. Claudia Galotti ist Emilias Mutter und sie wohnen gemeinsam in der Stadt Guastalla. Emilia vertraut ihr und sie haben ein gutes familiäres Verhältnis zueinander. Odoardo Galotti ist Emilias Vater. Sie haben nicht so ein gutes Verhältnis zueinander wie Emilia und ihre Mutter, da Odoardo auf dem Land wohnt und sie sich deshalb selten sehen. Emilia und Marinelli haben in dem Drama nicht viel miteinander zu tun. Emilia denkt, Marinelli sei ihr Retter, jedoch erkennt sie kurz vor ihrem Tod, dass Marinelli in den Mord Appianis verwickelt ist und ändert ihre Meinung zu Marinelli ins Negative. Kommen wir nun zu Ettore Gonzaga, dem Prinzen von Guastalla. Er ist sehr machthaberisch und möchte unbedingt seinen Willen durchsetzen. Marinelli ist der einzige Freund des Prinzen. Außerdem ist er der einzige, dem der Prinz vertraut. Emilia Galotti sieht der Prinz als Lustobjekt an. Er möchte Emilias Jungfräulichkeit. Dafür geht er sogar über Leichen. Dann sind da noch die Eltern von Emilia Galotti, Odoardo Galotti und Claudia Galotti. Odoardo sieht er als gestandenen Mann an. Jedoch ist er auch ein Hindernis zwischen dem Prinzen und Emilia, da er den Prinz nicht leiden kann. Für den Prinzen kein Hindernis ist Claudia Galotti, da sie es befürwortet, dass der Prinz Emilia bekommt. Die Gräfin Orsina ist die Ex-Verliebte des Prinzen. Seitdem es Emilia in dem Leben des Prinzen gibt, zeigt er jedoch kein Interesse mehr für Orsina. Außerdem drückt er aus, dass er sie eigentlich nie schön fand, beziehungsweise klug. Der Graf Appiani ist ein Störfaktor zwischen dem Prinz und Emilia, da er Emilia heiraten sollte. Sonst hatte der Prinz kein Problem mit dem Grafen, daher ist er auch erschüttert, als er von seinem Tod erfuhr. Marinelli ist der Bedienstete und einzige Freund des Prinzen. Durch sein geschicktes Handeln versucht er, seine Mitmenschen zu beeinflussen. Jedoch ist dies nur begrenzt möglich aufgrund seiner Stellung. Dem Prinzen folgt Marinelli bedingungslos. Für den Prinzen würde Marinelli vieles auf sich nehmen. Im Gegenzug genießt Marinelli das vollste Vertrauen des Prinzen. Aufgrund dieser engen Beziehung besitzt Marinelli eine gehobene Stellung. Ab und an fungiert er als Stellvertreter des Prinzen. Dieser Fakt reicht jedoch nicht allen Beteiligten. Der Graf Appiani kann Marinelli gar nicht leiden. Dies beruht auf Beidseitigkeit. Appiani widersetzt sich dem Prinzen und damit auch ein Stück weit Marinellis Willen. Marinelli gibt Angelo dem Auftrag, Appiani zu töten. Eine weitere Person, die Marinelli nicht leiden kann, ist Odoardo Galotti. Auch Odoardo hat eine offenkundige Feindseligkeit gegenüber dem Prinzen. Odoardos Frau, Claudia Galotti, ist die einzige Bedrohung für Marinelli, denn Claudia hat Marinellis Vorgehensweise durchschaut. Emilia hat mit Marinelli nicht viel zu tun, bis auf die Intrige mit Appiani. Doch nach diesem Ereignis entwickelt sie eine gewisse Wut und Angst gegen Marinelli. Kommen wir nun zu Appiani. Aufgrund dessen, dass er ein Graf ist, hat er ein hohes Ansehen in der Gesellschaft und ist sehr adelig. Er liebt Emilia und will am ersten Tag des Geschehens, der im Buch detailliert abläuft, diese heiraten. Er mag Odoardo trotz seiner Entscheidung, dass er von der Stadt weggegangen ist. Er findet diese Entscheidung sogar so gut, dass er mit Emilia plant, auch aufs Land zu ziehen, nachdem sie geheiratet haben. Während sich Claudia und Appiani unterhalten, wird klar, dass Appiani in Claudia quasi eine Ersatzmutter sieht und ihr alles erzählt. Mit Marinelli hatte Appiani noch nie ein gutes Verhältnis, da er diesen nicht mag. Da er sich deswegen auch nicht gerne mit Marinelli unterhält, nutzt er bei dem Gespräch seinen hohen Stand aus und stellt sich über ihn. Den Prinzen mag Marinelli und dazu sind diese alte Freunde.
Angelo kennt er nicht persönlich, jedoch kann man sich denken, dass er nicht allzu gut auf ihn zu sprechen ist, nachdem er aus dem Jenseits bemerkt, dass Angelo ihn getötet hat. Orsina kannte er auch nicht vor seinem Tod, jedoch ist sie die Person, die den Mord an ihm aufklärt, also das tut, was Appiani aus dem Jenseits nicht mehr machen kann, da er von da nur noch der Beobachter ist. Die Pfeile zu diesen beiden Personen stelle ich hier beim Tafelbild nun mit einer Welle dar, da Appiani diese ja quasi nie kennengelernt hat und sie nur aus dem Jenseits wahrnimmt, weil wir es so sehen, dass Appiani, nachdem er tot ist, aus dem Jenseits das ganze Geschehen beobachtet und von daher ja auch irgendwo eine Beziehung zu Orsina und Angelo hat. Odoardo Galotti ist ein ehemaliger Oberst und lebt überwiegend auf dem Landgut bei Sabionetta. Claudia Galotti, seine Ehefrau, lebt mit seiner Tochter in der Stadt. Sie haben ein gutes Verhältnis, da er sie immer noch liebt, obwohl er nicht mit der Entscheidung einverstanden ist, dass sie mit Emilia in die Stadt gezogen ist. Emilia Galotti ist seine Tochter und sie stehen in einer guten Beziehung, obwohl sie sich nur selten sehen, da sie mit ihrer Mutter in die Stadt gezogen ist. Er hat ein Problem mit dem Prinzen, da er ihn als machtsüchtig und triebhaft ansieht. Außerdem will er über ganz Sabionetta herrschen, womit Odoardo nicht einverstanden ist. Zu Appiani hat er ein gutes Verhältnis, da er gut mit ihm zurechtkommt, und außerdem findet er die Beziehung zwischen Emilia und ihm passend. Außerdem findet er gut, dass Appiani nach der Ehe mit Emilia aufs Land ziehen möchte, so wie er es schon immer wollte. Als nächstes kommen wir zu Claudia Galotti. Claudia ist in einer Ehe mit ihrem Mann Odoardo. Zusammen haben sie eine Tochter namens Emilia und bilden die Familie Galotti. Sie möchte nur das Beste für ihre Tochter, weshalb sie und ihre Tochter in einer Stadtwohnung in die Residenz Sabionetta gezogen sind. Odoardo lebt jedoch noch auf dem Land, da er mit ihrer Entscheidung nicht zufrieden war. Claudia ist für Emilia nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Vertrauensperson, weshalb sie auch etwas von dem Treffen mit dem Prinzen erfuhr. Am Anfang war sie noch sehr angetan von dieser Nachricht, da der Prinz aus dem Adel kommt. Diese Gefühle änderten sich jedoch sehr schnell bei ihr, als sie den Tod von dem Verlobten von Emilia Appianis aufdeckte. Ab diesem Zeitpunkt machte sie sich sehr große Sorgen um ihre Tochter, da sie den Diener des Prinzen Marinellis durchschaut hat. Den Verlobten ihrer Tochter Appiani mochte sie gern. Claudia. Um nochmal kurz zu beschreiben, sieht sie aus wie eine gewöhnliche Frau, welche schon ein Kind zur Welt gebracht hat. Grundsätzlich spricht sie alles aus, was sie denkt, was jedoch nicht immer vorteilhaft für sie ist. Kommen wir nun zu der Gräfin Orsina. Orsina ist nur in einem Aufzug des Stücks vorhanden, spielt aber eine wichtige Rolle. Sie erkennt die Intrige und durchschaut den Plan des Prinzen und Marinelli. Sie informiert Odoardo und motiviert ihn dazu, sich zu rächen. Orsina ist die ehemalige Geliebte des Prinzen. Sie liebt den Prinzen zwar noch, aber will sich dadurch, dass er sie durch Emilia ersetzen will, rächen. Die Beziehung zwischen Orsina und Marinelli wird durch den jeweiligen Stand in der Gesellschaft beeinflusst. Marinelli hat Respekt und Angst vor der Gräfin, die dadurch vom Besuch Emilias erfährt. Die Beziehung von Orsina und Odoardo spielt eine wichtige Rolle, da Orsina Odoardo die Wahrheit über den Plan des Prinzen erzählt. Sie gibt ihnen einen Dolch, mit dem er den Prinz töten soll. Zuletzt folgt nun unsere allgemeine Konstellation zu dem Drama Emilia Galotti. Im Fokus dieser haben wir Emilia Galotti gepackt. Die wichtigste Beziehung herrscht dabei zwischen Emilia und dem Prinzen. Diese zieht sich auch durch das ganze Drama. Da der Prinz Emilia liebt, will er sie nur für sich haben und setzt dabei die ganzen anderen Beziehungen komplett aufs Spiel, da diese ihm auch ziemlich egal sind. Damit der Prinz Emilia für sich haben kann, gibt er Marinelli den Auftrag, Appiani aus dem Weg zu schaffen. Dabei stirbt Appiani letztendlich. Eine weitere wichtige Beziehung herrscht zwischen Orsina und Odoardo, da diese die beiden Ziele haben und beide den Prinzen umbringen wollen.
Dafür gibt Orsina Odoardo ein Dolch, mit dem er den Prinzen ermorden soll, jedoch ermordet Odoardo damit letztendlich Emilia, womit die Geschichte endet.